Hat jemand eine Machete dabei? Oh, alles voller Mücken. Hier. Heute hatte ich geplant, weiter auf dem Mönchsradweg bis nach Neustadt zu fahren und dann weiter an der Ostsee entlang bis nach Travemünde oder sogar bis Lübeck und dann sollte es mit dem Zug wieder zurück nach Hamburg gehen. War ja nur ein Wochenende. Ja, guten Morgen. Es ist jetzt 8.45 Uhr. Wunderbar geschlafen. Meine Sachen habe ich fast jetzt zusammen. Oh, es ist jetzt 10:30 etwa. Und ich denke mal, 20 Minuten werde ich ungefähr loskommen. Ich muss noch mal ein bisschen abwaschen. Ja, ich habe ein bisschen Glück, es hat schon ein bisschen angefangen zu regnen, aber größtenteils ist es auch jetzt wieder trocken. Ja, es ist 13.15 Uhr. Ich stehe hier schon ewig lang rum und warte, bis es besser wird. Eine halbe Stunde soll es dann irgendwann mal aufhören. Jetzt habe ich beschlossen, einfach so loszufahren. T-Shirt, ich habe da keine Regensachen mit. Und ansonsten ziehe ich mir einfach ein neues T-Shirt an. Und ja, neue Hose, wie auch immer. Ja, dann ab in den Regen. Ich bin jetzt hier am Pöhnersee. Kurz ein bisschen durch den kalten Wald gefahren. Ja, es ist echt kühl. Es sind zwar 18 Grad. Aber jetzt, wo man dann noch nass ist und ja, durch den Fahrtwind kühlt man halt doch schnell aus. Ich muss also gucken, dass ich mir entweder bald was überziehe oder ich weiß es auch nicht, oder unterstelle. Ich habe schon überlegt, ob ich vom Plön aus hier mit dem Zug dann irgendwo hinfahre, wo es besser ist. Aber ich glaube, es bringt dann auch nichts. Mal schauen. Ja, das wird schon irgendwann wieder besser. Es ist jetzt fast 2 Uhr. Oh, das tut immer noch. Das hört einfach nie auf. Das ist eine super kleine Wolke, die aber kaum Geschwindigkeit hat und sich hier genau über Plön abhängt. Aber ich bin optimistisch. Ich muss nur gucken, dass ich nicht mehr allzu lange mit dem nassen T-Shirt rumfahre. Weil sonst bin ich 3 Wochen im Bett mit einer Lungenentzündung. Aber sonst hier eine echt schöne Tour. Da ist der See da unten. Ja, so sieht's hier aus. Leider gerade etwas ungenießbar. Ja. Ist so. Oh, ich nehme nochmal hier eine kleine Abkürzung. Ja. Wer hat denn den da so schön hingelegt? Genau da an die Mücken drauf. Boah, hier alles voller Mücken. Hat jemand eine Machete dabei? Alles voller Mücken. Hier. Schnell weiter, aber hier wieder ordentlicher Radweg. Super, ich muss mal den Mücken davon fahren. Jo, T-Shirt ist gewechselt und es scheint jetzt so langsam aufzuhören. Aber guckt euch mal die Villa an. Ne? Das ist hier direkt am See.
Ja, erster Gang, 8 km/h. Hier geht's schön hoch. Ich strecke mich jetzt kaum an. Das ist eine tolle Luft hier. Bin ich oben. Ja, jetzt wird's wieder schön. Ich bin jetzt durch Bad Malente durch und fahre jetzt Richtung Eutin. Und bin hier, weiß nicht, so eine Art Naturschutzgebiet. Muss ich recherchieren. Wow. Bin gerade da ein bisschen entgegengekommen. Ich bin das gar nicht gewohnt. Irgendwas knatscht da. Ja, ich bin jetzt in Eutin. Ja, eigentlich darf es gar nicht mehr regnen. Der Regen ist vorbeigezogen. Zum Glück ist nicht kalt. 18 Grad immer noch. Ja, ist hier eine ganz schöne Strecke. Ja. Das ist hier am Eutiner See, meine ich. Ah, schöne Kuhweide mit Meerblick. Ah, da hätte ich auch gern Kuh. Vielleicht habt ihr es gehört, immer dieses Piepsen im Hintergrund. Da hat sich irgendwie so ein kleiner Ast da irgendwie in die Achse festgesetzt. Da, dieses Ding da. Ich krieg das gar nicht raus mit den bloßen Händen. Ja, ich hab's geschafft, den Ast da zu entfernen. Super. Schon klasse, wie sie alle stehen. Vielleicht sind das ja Abonnenten von mir. Ja, wollte ich auch ins Fernsehen. Neugierig, Mensch, ihr habt so eine tolle Wiese hier. Ihr seid schon satt, ne? Das glaube ich. Oder gucken die nur aufs Wasser? Ja, ich muss gleich mal weiter. Ich habe noch 42 Kilometer. Ach so, was habe ich eigentlich vor? Habe ich, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Ja, ich bin ja in Plön gestartet und fahre jetzt Richtung Neustadt. Ursprünglich wollte ich echt direkt von Plön nach Hamburg fahren. Aber ich glaube, das ist nicht so aufregend. Von dem her fahre ich hier, glaube ich, auf der Mönchsroute, Mönchradweg weiter Richtung Neustadt. Und dann fahre ich noch ein bisschen an der Ostsee entlang bis Travemünde und werde da wahrscheinlich dann auch mit dem Zug wieder nach Hause fahren. Ursprünglich wollte ich bis Bad Oldesloe weiter. Aber dadurch, dass ich so spät losgekommen bin, mache ich in Travemünde dann Schluss. Ich glaube, es sind noch 45 Kilometer oder so. Oh, ist ganz entspannt. Ist ja auch schon 16 Uhr. So. Ja, Schleswig-Holstein. Sehr schön zu fahren hier. Das ist hier schon sehr, sehr hügelig, aber so kleinteilig hügelig. Finde ich sehr schön. Ja, die hat einen richtigen Weitblick. So als Hamburger ist man das nicht unbedingt gewohnt. Ja, das ist der Gümnitzer Berg. Der ist 97 Meter hoch. Also über noch mehr Spiegel. Hier gibt es wieder Fahrradständer. Kann man hochgehen. Ja, 97 Meter sind nicht zu verachten. Wenn man denkt, dass ich gleich am Meer bin, in 5 Kilometern, bin ich in Neustadt. Ja, aus Eutin kam ich, nur aus der Richtung Gömnitz. Und jetzt geht's weiter nach Neustadt. Das ist tatsächlich der Mönchsweg. Ja, viel Spaß beim Stau stehen. Die kommen jetzt natürlich alle von der Ostsee.
und wollen nach Hause, nach Hamburg. Und stehen natürlich jetzt im Stau. Ich will nicht wissen, wie viele Kilometer. Und ich roll hier gemütlich nach Neustadt ein. Ja, habe jetzt Neustadt erreicht. Nach nur mal 40 Kilometern, also richtig schön. Also wenn das Wetter noch richtig knallig ist, dann Traumroute, Traumstraße, wirklich. Tatsächlich gibt es eine kleine Begrüßungswolke, die habe ich mir auch verdient heute. Jetzt geht es noch ein bisschen an der Ostsee entlang, sind noch entspannte, gemütliche 28 Kilometer. Ja, freue mich drauf. Ja, ich fahre nochmal hoch zur Stadtmitte. Fahre ich doch mal in die Fahrradwaschanlage hier. Ups. Das ist der kleine Hafen hier von Neustadt. Hier, Hospital zum Heiligen Geist. 1408. Oh, ich sehe gerade, da steht ein Regionalzug. Ich bin noch in Neustadt, der wird direkt nach Lübeck fahren. Aber ich fahre jetzt nach Travemünde. Das liegt ungefähr auf dreiviertel Strecke. Ja, mit dem Rad direkt an der Ostsee. Ich habe noch Zeit. Irgendwie komme ich dann schon noch nach Hause. Ja, die Dusche begleitet mich heute den ganzen Tag. Schon witzig. Aber es hört gleich auf. Es hört gleich auf. Also den ganzen Tag schon. Jetzt habe ich mir hier irgendwie noch mal eine Route zum Strand ausgesucht. Ich glaube, man hätte auch kürzer fahren können. Aber hier ging es noch mal irgendwie an den Strand. Tata! Ende Gelände hier. Jetzt geht es hier ein kleines Stück. Da hat wieder zurückgezoomt. Boah. Ja, jetzt geht es halt hier 500 Meter diesen Pfad entlang. Krieg ich hin, solange die Sonne scheint und das nicht total vermatscht. Super. Auf, los geht's. Es kann doch kein Zufall sein, dass genau in dem Moment die Sonne rauskommt, wo ich hier an der Ostsee bin. Ich glaube, ich war dieses Jahr noch gar nicht hier am Meer. Aber nachher kommt noch ein geiler, geiler Abschnitt. Kann man hier überhaupt fahren? Ich glaube, hier muss ich schieben. Ich bin am Driften hier. Boah. Boah, sieht aus wie neu. Ach übrigens, ich habe das Rad jetzt genau auf den Tag, ein Jahr. Ich habe 6340 Kilometer etwa drauf. Und ja, ich müsste eigentlich mal ein Fazit machen. Werde ich mal. Heute. Ich hatte es eigentlich heute vor, aber mir fehlt die Zeit. Ich mache nochmal ein separates Video, wo ich das Rad mal so ein Fazit drüber ziehen. Ich habe da schon einiges zu erzählen und denke, entweder kommt das nach diesem Video oder es kam schon. Was ist das denn für ein Trail hier? Muss ich schieben. Aber rein. Wollt ihr hier rüber? Ich glaube, da lang, hier führt irgendwie ein Weg lang. Ja, das heißt, da vorne geht auch. Ja, da wollte gerade ein Pärchen mit ihren E-Bikes hier auch rüber. Die standen auf der anderen Seite. Haben sie nicht getraut hier, den Weg hier hoch. Ja, was soll ich sagen? Das Ding wiegt, keine Ahnung. Ja, das ist praktisch, wenn man solche Schuhe an. Ja. Also, ich habe beschlossen, die Taschen abzumachen, runterzutragen, das E-Bike runterzutragen. Fertig.
Ja, da war gerade mal eine richtig steile Passage. Wollte es hochfahren, aber das war so eine richtige Rinne. Da hätte man nicht balancieren können. Oder ich nicht mit meinem Gepäck. Ja, sind noch so 18 Kilometer etwa. Und ich mache gleich mal eine Pause. Ja, wir müssen später heute Abend. Ja, schon Luxus, dass man mit dem Auto hier durchfahren kann. Verstehe ich nicht. So viele Parkplätze hier auch noch. Mach doch dicht den Bums hier. So, ich habe den offiziellen Radweg gefunden. War echt schwer zu unterscheiden hier. Also normalerweise kann man hier nicht fahren. Da ist alles voll mit Rollerskates und Radfahrern und ja, leider habe ich vergessen, das Rode einzuschalten. Ja, dafür bleibt euch vielleicht das ein oder andere Gequatsche von mir erspart. Ja, etwas ärgerlich. Ich habe vergessen, das Rode Wireless Go einzuschalten. Und ich habe es leider erst jetzt gemerkt. Ihr habt es früher gemerkt als ich. Ja, ich habe den Akku jetzt gewechselt. War nur noch 5% drauf. Ich hatte 70 Kilometer geschafft. Habe ich hier alles gezeigt, aber den Ton war nicht zu hören. Ja, dieser Radweg geht übrigens gleich von Travemünde los. Also man kann auch bequem zu Fuß hier hochlaufen. Ist gar nicht mehr so weit. Und ja, falls ihr mal in der Gegend seid, lohnt sich auf jeden Fall, hier mal die Steilküsten sich anzugucken. Ist wirklich sehr beeindruckend. Ja, sind noch 5 Kilometer.
Ja, es ist 20 Uhr. Ich bin jetzt in Travemünde. Ja, um halb fährt mein Zug. Ja, Wasser ist alle. Und da unten gibt es Wasser. Aber ich will mein Fahrrad hier nicht alleine stehen lassen. Anschließend habe ich jetzt auch keine Lust. So, das ist mein Bahnhof hier. Jetzt warte ich noch auf den Zug, der müsste so in 20 Minuten kommen. Hier ist irgendwie so ein Theater oder so, ein Flohmarkt. Keine Ahnung. Hier stehen ein paar Stühle. Überdacht ist es. Jetzt gönne ich mir noch ein Feierabendbier. Ja, habe ich für mich ganz allein. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie hier im Regionalexpress 8. Ja, guten Tag. Da steigen bestimmt welche zu noch. Tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen.